So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Teller mit den Hunden. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal hier darum kümmern, dass wir diese ganzen Hundenhorden hier auf die verschiedenen Regionen verteilen. Denn die fressen sich hier gerade gegenseitig die Haare vom Kopf. Also das ist eine unglaubliche Rivalität hier, die gerade entsteht. Und davon sind halt 6 Horden betroffen, das ist viel. Ja, dann machen wir erstmal jetzt hier mit denen. Kümmern wir uns erstmal um die. Das dürfte ja mit beiden Horden eigentlich ganz gut funktionieren. Na, ja, zieht sich zurück. Ich finde es übrigens auch lächerlich, dass der sich einfach mal hier eben durch beide Armeen zwischendurch zurückziehen kann. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Gut. Das erwische ich ihn aber trotzdem. So, da bleibt nur eine Handvoll übrig. So, perfekt. Achso, komplett weg sogar. Umso besser. Und vor allem haben wir jetzt erstmal 2 Armeen hier aufgeteilt. Für den Stamm! Beweg euch! Für die Gäste! Ja, Afrika hat jetzt immer noch keine Armee. Wir müssen sowieso aus der Stadt hier raus, weil das Problem ist, die haben jetzt hier sogar selber bald einen Aufstand. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir dem hier die ganze Nahrung wegrasen. Ja. Jetzt mal greife ich ihn jetzt an. Dann nicht. Dann plündern wir die Stadt aus. Nach einem Kampf. Bereit zum Kampf. Bewegt euch, Männer. So, du kommst zurück und die bewegen wir jetzt dann möglichst bald außer Lande. Bereit für den Einsatz. Krieger für den Stamm. Setzt euch und teilt mein Feuer. Bereit für den Einsatz. Fangen wir mit denen schon mal an. So, das ist eine Region. Das ist eine Region. Und das ist auch eine Region. Okay, dann haben wir die jetzt erstmal ganz gut aufgeteilt. Noch besser wäre es, wenn ich die allerdings hier rüber schicke. Ja. So, dann sind die. Dann sind sie wirklich. Dann dürfte es jetzt passen. 2200. Nächste Runde müsste die Rivalität dann wieder verschwinden. So. Bereit für den Einsatz. Und die Armee, die hier bei Konstantina stand, wurde, soweit ich das jetzt beurteilen kann, zurückgeschlagen. Jeweils sehe ich die Truppen nicht mehr. Von den karamanischen Separatisten. Vielleicht decke ich sie aber auch jetzt auf. Das ist nicht möglich. Nee, hier ist nichts. Ah, doch, da sind sie. Okay, die wollen also wahrscheinlich die Medi angreifen. Das werden sie nicht schaffen. Wenn sie allerdings die Armee noch dazu holen, mit beiden wird es wahrscheinlich möglich sein. Aber die sind natürlich jetzt ziemlich weit weg. Also das wäre jetzt natürlich wirklich genial, um die jetzt anzugreifen. Ne? Das wäre der ideale Zeitpunkt. Die Ägypter sind auch wieder in Alexandria. Wenn ich jetzt, wann dann? Ich sende mich nach einem Kampf. Naja, das hat jetzt nicht gerade zu besseren Beziehungen beigetragen, die Schlacht. Aber die haben wieder eine Siedlung dazu gewonnen irgendwo. Ah, Dwin haben sie erobert. Die wollen bestimmt Antiochia erobern. Die haben auch diese Balta-Verteidiger. Sehr starke Speereinheit. Machen wir es jetzt oder machen wir es jetzt nächste Runde? Das ist die Frage. Weil wenn ich sie jetzt angreife, ziehen sich diese Armee wahrscheinlich wieder zurück. Ich warte noch eine Runde.
Ich warte noch eine Runde. So, dann machen wir parallel hier mal eine Spinnerei. So, hier gibt es den Wagen mit konservierten Lebensmitteln. Hier bauen wir auch eine Jurte. Perfekt. Jurtenbauer. So, hier haben wir 17 Überschüsse, fehlen nur noch 3. Hier haben wir 14, fehlt auch nicht mehr viel. Oh, hier haben wir sogar einen großen Nager bekommen. Interessant. Boah, den können wir ja mal behalten. Da bin ich jetzt doch nicht an Einfluss gewonnen. Schade. So, für Attila können wir jetzt mal eine Frau suchen. Wir haben aktuell 3 Versuche. Er hat 20 Einfluss, kostet das. Und 60 hat er. Mal gucken, ob er eine gute Braut findet. So, hoffentlich kriegen wir die Hungersnot hier bekämpft. Minus 42, minus 2, minus 42, minus 1. Ja, wir haben gerade in sehr vielen Horden das Problem mit der Nahrung. Die haben wenigstens einen Aufstand. Spannend, was die für Rebellen dort bekommen. Also nächste Runde werde ich den Karamanischen Rebellen den Krieg erklären. Das steht für mich eigentlich schon fest. Hier haben wir auch Onaga. Sehr gut. Dann erobert eine Armee Karthago, beziehungsweise wir plündern die Siedlungen nur aus. Wir plündern die dann erstmal nur aus. Ich denke, die Abdani wissen sich hier schon zu verteidigen. Oh, sehr gut. Jetzt sind wir hier mittlerweile auf der letzten Stufe angekommen. Das bringt eben so viel. Autorität, List, Hingabe, alles plus 2. Wir sind erstmal plus 1, später dann plus 2. Moral wird reduziert. Das ist halt wirklich immens gut. Reduziert auch Unterhaltskosten. Weiter geht's. Kommt nicht auf blöde Gedanken. Noch einen Angriff kann ich mir jetzt aktuell nicht erlauben.
Jetzt dürfte auch die zweite ägyptische Armee wieder in der Nähe von Alexandria stehen. Der Sturm hat lange genug gelebt. Nun könnte der sanfte Regen des Friedens einsetzen. Ich denke, diese... So. Eine würdige Braut. Chance auf uneheliche Kinder, die ist schon mal ziemlich schlecht. Ablehnen. Neue suchen. Nee, brauchen wir nicht. Sehr gut. Jurte des Kunsthandwerkers. Nahrungsmittelknappheit gelöst durch unsere Armeeaktion. Und Afrika macht gegen Siedlung mobil. Was ist jetzt hier gelaufen? Das wüsste ich immer gerne. Der Spion soll mal gucken. Genau, da ist die Armee. Hm. Ich denke, dann warte ich sogar noch eine Runde. Am ehesten, am liebsten wäre es mir, wenn die wirklich diese Stadt angreifen und dabei hohe Verluste bekommen. So lange warte ich jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Außerdem kann ich die dann besser vor Karthago aufstellen, die Truppen. Bereit für den Einsatz! Bewegt euch, Männer! Krieger! Bewegt euch! Für die Gette! Bereit zum Kampf! 9100, 9200. Wir können auch mal normal plündern. Allerdings werden dabei die Gebäude nicht gebaut. Bereit zum Kampf! Brennt nieder, was ihr nicht stellt! Wir bleiben in der Plünderstellung. Also ich muss nicht sagen, diese... In der Lagerstellung, in der Hordenstellung. Also die Plünderstellung ist so das Sinnloseste, was die Hunden haben, weil es gibt so unglaublich viele Bonis durch die Lagerstellung. Also das Plündern macht einfach keinen Sinn. Dazu ist halt auch, dass man für beide Stellungen nur noch 25% der Bewegungsreichweite braucht. Und das macht... Ich hatte bis jetzt ganz, ganz selten den Fall, dass es wirklich mal Sinn gemacht hat, in diese Plünderstellung zu gehen. Das macht dann Sinn, wenn man in der Regel wenig wirtschaftliche Gebäude in der Horde hat. Aber in den meisten Fällen lohnt sich das überhaupt nicht. So, wir haben wieder frische Truppen rekrutiert. Sehr gut, das ist unsere erste Horde, die nur aus diesen hunnischen Teufelsbogenschützen besteht. Drei Salven, mehr Munition. Ne, wir bleiben bei den Steppenbogenschützen. Haben auch einen höheren Nahkampfabwehrwert. So, ich denke, ich gehe jetzt wieder auf die hundisch berittenen Bogenschützen. Ja. Müssen ja auch ein bisschen auch mal auf die Finanzen achten.
kann ich euch helfen? So, die haben jetzt noch einen Aufstand. Mal gespannt, was das sein wird. Jetzt erst recht. Ich sehne mich nach einem Kampf. So, also wir bringen möglichst viele Armeen hier in Stellung für die Eroberungen. Also wir können Karthago ausplündern, wir können Hadrumentum ausplündern, wir können Leptis Magna belagern, Marcomades ausplündern. Ja, das sind so erstmal diese Stellungen. Und dann hetzen wir die Ägypter auf die Separatisten. So viel zum Plan. Wie kann ich euch helfen? Ausrücken! Krieger! Bei den Gettern, es geht los. Wie kann ich euch helfen? Hier, die bewegen sich auch einfach entspannt durch deren Gebiet. Aber die haben ja fast neutrale Beziehungen. Die verbessern sich sogar wieder. Ja, wir warten noch eine Runde. Ganz besonders gespannt auf diese Aktion. Wie gesagt, die Armeen sind nicht die Bedrohung, aber können sie ja trotzdem mal anschauen. Ob die in irgendeiner Form reagieren. So, hier dauert es noch zwei Runden. So, der kann mal Gelder veruntreuen. Weiter geht's. Die haben den Aufstand direkt niedergeschlagen. So wie es ausschaut, minus 8 Zufriedenheit. So, da sind wir wieder. Ja. Kokett. Oh, ich weiß ja nicht. Ich meine, zumindest
erstmal zusätzlicher Einfluss für Attila. Aber mir wäre es ja wichtiger, dass die irgendwie, keine Ahnung, fruchtbar ist oder so, dass die Nachfolger eben, die Nachfolge gesichert ist, ne? Wir lehnen sie ab. Erweckt das Misstrauen. Vergessen. Kontrolle minus 2%. So, wir sind jetzt hier wieder in dem Bereich mächtig. So dürfen wir auf alle Fälle keine Probleme haben mit der Loyalität. Und auch das Hordenwachstum wird nicht mehr ganz so stark reduziert. So, Frieden, Atropatene. Ah, die Ghassaniden haben Frieden geschlossen mit den Sassaniden. So, jede Menge Gebäude wurden errichtet. Die haben immer noch nicht angegriffen. Die haben immer noch nicht angegriffen. ...15 Regionen, uiuiui, die haben eine weitere Stadt verloren. An Oriens. Ich sende mich nach einem Kampf! Tötet die Feiglinge! Kleiner Snack. Tengri leitet meine Schritte. Bereit für den Einsatz. Für den Sturm! Ich stelle mich nach einem Kampf. Der Spion habe ich ja nach wie vor in der Ecke. Viele verschiedene Truppen. Die haben wir jetzt nicht so stark ist. Das heißt, so germanische Schleuderer, das sind sehr schwache Truppen. Tja, jetzt oder nie? Da warte ich doch noch eine einzige Runde. Ich will jetzt nicht ewig warten hier. Wir sind ja hier so schön aufgestellt gerade. Bereit zum Kampf! Für den Stamm! Bewegt euch! Bewegt euch, Männer! Für die Ghetto! Setzt euch und teilt mein Feuer! Auf geht's! Bereit für den Einsatz! Ah Mist, jetzt kann ich nicht mehr rekrutieren, die Runde. Das ist nicht so gut. Für die Ghetto! Auf geht's! Gepriesen sei Kuar! Wie kann ich euch helfen? Pass auf! Tengri leitet meine Schritte. Minus 14 Nahrung. Das wollen die Militärhafen. Bereit für den Einsatz. Ich sende mich nach einem Kampf. Das ist eigentlich alles perfekt vorbereitet gegen den Putsch. Salve. Wie beordert wird. So, nächster Versuch. Der muss jetzt gelingen. Boah, das scheint eine der reichsten Regionen zu sein, die wir kennen. Bei Ethica ist mit. Achso, 9700. Okay, bei Ethica sind. Das Spanien ist somit das reichste, was wir hier sehen. Mauretanien ist auch ziemlich reich mit 9000. Gut, Äthiopien ist aber auch ziemlich weit vorne.
Okay, dann heißt es weiterhin abwarten und beobachten, was die hier machen. Der Sturm hat lange genug gewütet. Ich denke... Oh ja, sie haben angegriffen. Oder zumindest stehen sie jetzt davor. Das ist jetzt die Möglichkeit... anzugreifen. Der braucht mindestens 2 oder 3 Regionen, bis er hier zurückkommt. Und dann können wir sie auch mit einer Armee ohne größere Probleme zurückschlagen. Bei ein... hier ist noch eine Armee. Alter, was haben die denn hier noch alles? Aber das können wir lösen, das Problem. Verschleiß. Adlige Geburt. Ehrgeizig. Oh, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Persönlich einfach +3 pro Runde für sie selbst und +3 für Attila. Hildiko. So, perfekt. Der bekommt jetzt richtig fette Einfluss die nächsten Runden. So, dann kann er erstmal wieder Gefolgsmann werden. Eine Frau generiert also jetzt parallel auch Einfluss. Super. So, ihr stellt euch hier auf. Ihr habt weitere Befehle? Sehr schön, ihr habt eine Hungersnot. Das macht vieles einfacher. So, ihr stellt euch in der Nähe von Afrika. So, dann haben wir uns mal... Brinne Bogenschützen. Bewegt euch! Setzt euch und teilt mein Feuer! Ah, die belagern, die belagern. Mir wäre es lieber, wenn sie noch angreifen würden. Wenn ich denen jetzt den Krieg erkläre, dann ziehen die diese ganzen Truppen innerhalb von einer Runde zurück. Das will ich auch nicht. Dann machen die im schlimmsten Fall noch Frieden mit den Abdani. Das kann ich nicht. Nee, wir warten noch eine Runde. Den Kampf können sie ruhig noch auf sich nehmen. In der Zwischenzeit kann ich meine Truppen natürlich noch effektiver aufstellen hier. Auf geht's! Gibt es nichts weiteres? Bereit zum Kampf! Alexandria noch ein bisschen weiter helfen hier. Indem wir die Stadt vor denen einfach ausplündern. Und dann müssen die ja nur besetzen.
So, Jotemacher. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle hier ganz herzlich bei euch bedanken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.